Endlich! Das Zentrum ist hinter diesem Gebäude. Die Versorgungsschächte führen ins Innere. Sieh nach, ob du zu... Das Konstrukt. Kapitel 5. Der Code des Lebens. Entschuldigung, dass ich da so lachen muss. Mein Code liegt auch gleich hier. Dann erzählt mein Code mal vom Leben. Tipp, tap, tipp, tap. Ja, dann frage ich mich ja, wer wohl der Endgegner sein wird. Wenn das nicht der Endgegner war, um Gottes Willen. Vielleicht gibt's auch gar keinen. Aber ich denke, es wird einen geben. Alter Schwede. Boah, sieht das geil aus. Alter Falter. Okay, wir müssen also jetzt Strom aktivieren, um irgendwelche... Ich verstehe. Ich rechne damit, dass jeden Moment hier ein Langhals vorbeiläuft. Oder irgendeine andere Maschine von Horizon. Alter. Ich glaube auch nicht, dass hier viel Gegner kommen. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt. So. Hier kommen ja nicht so viele Gegner. Ich glaube auch nicht, dass hier viel Gegner... Okay. Ein Schießrätsel. Was? Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das? Aua! Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass hier viel... Ein automatisches Geschützturm. Ach, sag bloß. Ich glaube, ich weiß wie. Bin mir aber nicht sicher, ob da... Was? Alter, was? Aua! Ah, ja. Endlich. Die Steuerung des Transitsystems. Ja, endlich. Oh, Moment. Nein, da war ein Würfel. Nein, leck mich fett. Bei uns war auch eigentlich ganz gut die Würfel. Bei uns war auch ganz gut die Würfel. Ja, ja, bei uns war alles supi. Ja, ja. nee, alles gut. Alles schön. Dieser überdimensionale Fußball bringt uns jetzt ins Stadion. Hä? So dieselbe Animation. Sie bringt uns nicht ins Stadion, sondern in den Ladebildschirm. Ich will auch damit reisen. Wie reist man denn damit? Setzt man sich da einfach rein? Oh, Alter, wenn er da drin sitzt, dann kriegst du ja voll Augenkrebs. So hell, wie das da drin ist. She's my destiny. La 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 la. Unsere Gene und die Gene jeder bekannten Lebensform im Universum enthalten spezifische Datenstränge auf molekularer Ebene. Wir nennen diese Daten einfach Code. Code des Lebens. Entschuldigung. Ich bin so erwachsen. Oder eine Der Code des Lebens. Das muss aber ein sehr harter Code sein. Das sind die DNA-Stränge und in dem DNA-Strängen steckt der Code des Lebens. Ich glaube, ich habe den Code gerade entdeckt. Was zum Teufel ist das denn? Ist das der Code, worüber hier alle sprechen? Es wäre unmöglich, eine ausreichende Anzahl von Variationen im Universum. Guck mal, da hinten, der winkt. Hallo. Aber mehrere Durchläufe mit dem Also sind diese grässlichen Kreaturen das Ergebnis der genetischen Experimente des Hüters. Ich find's gut, dass sie auf unsere Frage gar nicht antwortet. Wie cool, wie die Steine hier wegfliegen. Flup, 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 flup. Was bedeutet denn WT? Das sieht aus wie Alien. Diesen Dingern bin ich noch nie begegnet. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nein, die kommen bestimmt noch. Sonst wären die ja nicht hier. Piek. Lilanes Blut. Ich hab lilanes Blut. So,
Das heißt, wir können die Tür öffnen. Da unten müssen wir hin. Ein Tropfen. Nicht so viel, Mann! So. Ein Tröpfchen von der außerirdischen DNA wird helfen. Von dem weiblichen Sperma. So. Außerirdische Sperma ist das. Das System bezeichnet sie als Kontrollvariable. Ich werde der Sache nachgehen. Schön. Ich find's echt cool, dass die Außerirdischen oder beziehungsweise der Hüter Audiologs auf einer Eule speichert. Finde ich sehr schön. Finde ich gut. Auf einer digitalen Eule. Voll niedlich. Tim! Kate! Kate! Sie lebt. Aber du bist tot, ich... Ich lasse nicht zu, dass das Experiment geführt wird. Ich kenne die Verbindung zum Standort Venceptor. Was ist los, Kate? Wessen Stimme ist das? Die des Hüters. Er will uns aufhalten. Ach, sag bloß. Kannst du ihn verstehen? Was sagt er denn? Wo bin ich? Tam? Tam-Tam. Tam-Tam-Tamara. Tamara? Da steht Tam-Tam. Ich muss Tamara finden. Ja, Tam-Tam. Kate! Hilf mir! Kate! Tam? Tam! Wo Kate! Bist du? Tam, hilf mir! Sag etwas! So. Mal gucken, was hat er denn versteckt? Ernsthaft, hier ist nichts? Jetzt habe ich Munition verbraucht für nichts! Für den seinen Scheiß! Was? Was ist das denn? Dann bin ich noch nie begegnet. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nein. Alter! Alter! Und warum klang es wie Tamara? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Zweifüßiger Pirscher! Oh, er ist auf der Pirsch! Alter! Der ist auf der Pirsch! Auf der Pirsch, auf der Pirsch! Irgendwer ist auf der Pirsch. Ich weiß es. Irgendwas kommt jetzt gleich. Das Licht flackert nämlich schon so komisch. Irgendwer ist auf der Pirsch. Und es ist kein Hirsch. Irgendwer ist auf der Pirsch. Was ist das denn? Angst hält dich wahr. Das sieht aus wie eine Arena. Ich hab's gewusst. Warte mal. Nächste Kombo. Ja, Mann, du kleiner Dickwanz. Du kleine Arschritze. So. Ich hab's gewusst. Hier oben links ist noch ein Würfel. Was? Ernsthaft? Was? Die können sich teleportieren? Was zum Teufel? Ja. Was ist er denn für einer? Alter, die wirft Kugeln! Really? Okay. Great moment. Der reißt sich die Kugel ab. Was war das denn für einer? Alter Schwede. Diese Kreatur kann sich rasant regenerieren, indem sie Blasen auf ihrem Körper mit explosivem Gas füllt. Die Blasen zu zerstören, richtet massiven Schaden an. Ich kann meine Blasen auch zum Explodieren bringen. Wenn sie mit Gas gefüllt sind. Entschuldigung. Ich bin so erwachsen. Alter. Ich will das nicht. Okay, Moment. Feuer war das, ne? Nein.
Hör auf damit! Feuer ist, glaube ich... Feuer ist, glaube ich, die Quelle des Lebens bei denen. Feuer ist nur, ist nicht so ihr Element, ne? Das heißt, weniger Schaden einsteckt, was? Natürlich die, klar, warum denn nicht? Was? Was war das denn? Was machst du denn da, Kate, Mann? Brenn, du Sau! Warte, lade nach! Fäkalschlacht im Darmschacht. Sesam, öffne dich. Ih, da tropft was raus. Das ist keine Muttermilch. Bin ich vielleicht in seinem Inneren? That was she said. Bin ich vielleicht in seinem Inneren? Ja, das ist der Enddarm. Und hier ist die Öffnung dafür. Rektal Redemption. Teil 2. Ah, geil. Hentai-Tentakel. Was? Was zum Teufel? Was? Alter, was? Geil. Keine Muni mehr und jetzt? Was mache ich denn jetzt ohne Muni? Oh, really? Ernsthaft? Was? Hä, was denn jetzt? Was? Den Albtraum überwunden. Dune, der Wüstenplanet. Aber hätten wir... was? Was bist du denn? Alter, was ist das denn? Warte mal. Was ist das denn für ein Vieh? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hör auf damit, lass das. Voll der Groot. Ich bin Pilz Groot. Ja, moin, grüß euch, Tachchen. Na, wie ist die Lage? Wie angewatschelt kommt. Hallo! Wie angewatschelt kam. Wo willst du denn hin? Hm? Wo möchtest du denn hin, mein Kleiner? Ab zum Monolithen, ab zum Finale! Finale! Oh, Finale! Ohohoho! Es ist faszinierend, okay. Oha. Jetzt muss ich mich dem Hüter stellen. Du schaffst das, Kate. Oha. Jetzt werden wir wahrscheinlich alles an Waffen brauchen, was wir haben. Ich konfrontiere den Hüter. Du hast dich als einfallsreich erwiesen, Mensch. Ich habe beschlossen, dir einen Weg zu deinem Planeten anzubieten. Okay. Ich lasse meine Freunde nicht bei dir, du Monster. Die Zähne. Du stirbst hier und jetzt. Wie enttäuschend. Irgendwas passiert mit dem Boden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Schmerz, ich wette damit, dir gewährt hat. Was zum Teufel ist das? Ja, King Kong. Der Terminator King Kong ist da. Wie oft ich dich töten muss. Scheiß Drohne. Oh, die scheiß Drohne. War hier nicht gerade noch eine Drohne?
Oh, diese scheiß Drohne! Ernsthaft? Oh, ich muss mich heilen. Oh, schießt der jetzt wieder irgendwas? Oh, ich muss Muni... Oh, fuck, Alter, ich brauch Muni. Ich brauch mal Muni! Und jetzt? Der Weg zum Kern ist jetzt frei. Kernzugang. Das ist es. Das ist für Richard und Naya. Genau. Du Monster. Du Monster. Auch gute Laune. Mach's gut, Kate.